Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Ghost Recon Wildlands. Ja, auch heute dabei unser Dr. Disco und natürlich Smurvin. So, du wolltest mir gerade was erzählen von irgendeinem Gürteltier, der den Jäger getötet hat. Ja, eher... Naja. Wir haben ja gerade diese schönen Gürteltiere gesehen und da war jemand, der war ein bisschen geil darauf, eins zu schießen. Während er aber über die Kugel geladen hat und an den Abzug betätigt hat, hat das Vieh sich zusammengerollt und die Kugel ist abgeprallt und ist in den Jäger in die Stirn eingedrungen. Er hat ihn auf der Stelle getötet. Ist ja ein Ding. Kannst du die Mission bitte nochmal neu anwählen da mit den... Ich glaube, ich habe die gar nicht angewählt, aber okay, machen wir das so. La Santera regiert ihre Leute mit Hilfe einer Gruppe von Sicario-Leibwächtern. Wenn sie die ausschalten, steht sie vor El Sueño und ihren Anhängern schwach da. Ah... Niemand darf entkommen, ihr habt's gehört. Lockt sie raus, ich hab eine Idee. Da ist diese Kaserne. Die Jungs sehen aber sauer aus. La Santeras Leibgarde gehört sicher zu den Besten von Santa Blanca. Und das sind echt viele. Wem geht die Düse? Liegt wohl auf der Pilgerroute. Das sind Unterkünfte für Pilger aus den Staaten Mexiko und Mittelamerika. Wartet, ich sehe reichlich Kartellaktivität da drüben. Vielleicht eine Art Kaserne. In dieser Gegend unterstehen sie sicher direkt La Santera. Tango am Boden. Alles klar. Mann, Alter! Sorry! Was ist denn da los? Bowman, wir hatten hier in Espiritu Santo gerade eine Schießerei. Boah, da wurde aber gestochen, wa? Stecken Sie Ihre Waffen noch nicht weg. Ich lade Ihnen die Koordinaten für ein anderes Kartelllager hoch. So, hier gibt's irgendwas. Ah, schönes Ding. Da kommt was, Straße. Deckung bleiben, in Deckung. Hier sind Infos zu einem Lass sie vorbeifahren. Das an einer ungünstigen Stelle gelandet ist. Das sollten Lass wir sie vorbeifahren, ist gut. Ich weiß, wo eine inaktive Sendeanlage der Rebellen steht. Fahren wir hin und schalten sie ein. Gejagt. Scheiße. Alles gut. Weiter. Hier vorne stehen Autos. Jeder eins und Vollgas. Was haben wir denn hier Schönes? Ich fahre. Ich hab das langsame Teil, habe ich. Weißt du? Ach du Scheiße. Helmut, schneller! Toll. Ich bin langsam. Du machst das schon. Nein! Der schießt voll auf mich, ey. Der will aber meinen Arsch. Ich hab Platz. Scheiße. Mal, die holen ganz schön auf, ne? Fahr zwischen die Passanten, vielleicht schießen sie nicht. Komm, ich dräng dich von der Straße. Abkürzung durch den Wald. Alter, wenn ich hier, wenn mein Wagen gleich den Geist aufgibt, ne? Wo die schreien, als würden sie hier aus der Haut fahren, ne? Mein Gott. Da kommt euch aber was hinterher gefahren, der legt mir am Arsch. Nur ein Auto, aber der gibt einfach die. Ist irgendwo stecken geblieben. Jetzt bloß weg hier. Oh, das ist der Kingslayer-Datei. Ach du Scheiße, runter von der Straße, runter von der Straße. Und das. Ich würde, ne? Oh, das gibt's doch nicht, M-Wort, ey. Immer fährst du mich um, das ist. Weiß ich nicht. Das ist fast schon so, als wenn du auf mich zielen würdest. Ich hab dich jetzt aber echt nicht gesehen. Ich hab die Straße mit dich runtergefahren. So nach dem Motto, komm, ich fahr in den Kanal rein. Boah, aber da hast du mich gesessen. Voll umgefixt. Aber die hauen ab, die Mission ist jetzt eh verloren. Das ist scheiße. Niemand darf entkommen. Ja, und ein Unisatz-Soldat sitzt genau bei mir. Ja. Sind wir jetzt tot? Ja. Ja, gut, kann passieren. Was ist denn eigentlich bei so einer Special-Operation? Also,
wenn das so das eigene Team ausgelöscht wird? Schicken ja neue Leute hin oder planen die neu? Also die weiß ich nicht. Also ich denke, da müssen sie sich erstmal erklären, warum die Gringos da sind. Nach dem Motto so, yo. Nee, ich denke aber, da kommt, werden einfach neue hingeschickt. Warum infiltrieren die das Land nicht einfach? Was machen wir denn hier gerade? Ja, aber soll ich dich so mal so 10.000 Mann reinschicken? Ach, du meinst eine Invasion? So richtig. Einmal Demokratie, bitte. So, wir machen das ruhig und gelassen. Ohne Feed. Ich hab noch einen Tango. Drittes Ziel da. Tango 5. Noch ein Tango. Es sind jetzt 10. Will er mich denn verarschen? Komm her jetzt. Runter da. Hat er jetzt einen Tritt gekriegt? Er legt mich am Arsch. Keine Gefangenen. Granate fliegt. Hab ich die getroffen? Ernsthaft? Ist ja ein Ding. Das gibt's doch nicht, Mann. Halt still. Das war's. Bis zum letzten Mann gekämpft. Aufgeben gehört wohl nicht zu Ihrem Wortschatz. Es ist direkt eine Granate reingeflogen. Alle verkrüppelt. Hier ist nochmal eine Datei. Du hast jetzt wie lange auf der Santa Muerte Pilgerreise durch Espiritu Santo? Wenn du die aufgenommen hast, habe ich die auch, oder? Nein. Aber ich kann die nicht mehr aufheben, wenn der die aufgenommen hat. Woher denn der Sicario, wie du die Zeit für Urlaub von der Ballerei holst? Anschneiden, Leute. Vale. Der Santera gibt uns Zeit zum Pilgern und ich sagte ihr, dass meine Mama krank ist und sie nannte mir die Opfer, die ich unterwegs bringen muss. Deine arme Mama, Wade. Was hat sie denn? Sie hat Krämpfe. Es ist echt übel. Können wir? Muss ich Tabak warte. Oder Coca opfern, manchmal auch einen Schluck Gin. Aber bei einer Statue nahe dem Heiligtum soll ich eine tote Fledermaus opfern, sagt La Santera. Abgefahren, Wade. Tieropfer finde ich etwas unheimlich, aber solange es cool für dich ist... So, warte, bevor wir weitermachen, hier gibt's doch sicherlich irgendwas, was wir abstauben können, wa? Hier ist ein Verstärkungseinsatz. Was ist das? Schüchtern Sie ein Sicario ein. Das machen wir doch mal direkt. So. Endlich Zivilisation hier. Sehe einen Rebellensender. Schalten wir ihn ein. Das lockt viele Santa Blancas an. Ist wie eine Essensglocke für die Arschlöcher. Das hört sich nach Abenteuer an. Wollen wir hier bleiben? Was meint er? Die Karte zeigt eine Hauptstraße, die in die Stadt Via Verde führt. Oh, warte, bevor du das startest, da ist eine Legende. Klopfen wir mal bei Baumann. Gib mich mal eben auf. Wo soll denn das Ding stehen? Baumann, im Haus? Wir erreichen jetzt die Provinz Via Verde. Neben zahlreichen legalen Coca-Farmen betreibt das Kartell dort eine Mine, aus der es sein Pyrolusit erhält. Was feiern die denn da? Ich höre ja Musik, was ist denn los? So, Party vorbei. Funktionsschritt können wir für Sie laden. Wenn Via Verde das Sagen hat, also Vorsicht. Sammeln Sie Informationen über den Bundesstaat. Das Ende dir, guck mal. Baumann, Ende. Was ist denn? Jojo. Lass den Namen Inder leben, Junge. Inder? Was weiß ich, werde. Guck dir die Typen an, wie die rumlaufen. So, der eine hat so eine bunte Gesichtsbemalung mit, was weiß ich, Goldketten und was ich nicht allem. Das muss ein Inder sein. Das ist Mr. T's Frau, Junge. Wo ist denn hier der Sender, sag mal? Oben auf dem Gebäude drauf. Ach du Scheiße. Sollen wir Minen legen? Warte mal, da habe ich echt Bock drauf. Oh boy, ja, ich vermine das Ganze aus. Lass mich hier eine Mine legen. Ich lege eine Mine für unsere Sicario-Freunde.
Ich platziere eine Mine. Und Strom. Tronzo, hier oben. Ein paar Rebellen leisten Unterstützung. Ein Drecksack weniger. Scheiße. Kannst du mal ganz kurz, Romano? So ist gut, so ist gut. Das war knapp. Granate fliegt. Und Strom. Granadiere. Granate fliegt. Nimm das. Granate fliegt. Granate kommt. Come mierda, culeros. Irgendwo hier ist noch einer. Die Ablenkung der Rebellen funktioniert. Oh, das hat dann Gas angehört. Um Sklaven des Kartells zu werden? Ich sage nein! Wir wurden freigeboten. Und wir dürfen nicht in Kenntnis treten. Greift mit unseren Hermanos zu den Waffen. Und wir werden frei sein. Gemeinsam werden wir kämpfen. Ups. So gefällt mir das. Botschaft gesendet. Jetzt werden die Rebellen des Santa Blanca zeigen. Schönes Ding. Amigos, dank euch haben wir einige Ressourcen erhalten, die wir... Aber den ich mal bitte auf. Bolivien braucht eure Truppen in voller Stärke. So, hier gibt's sogar was für Lau. Oh, hier ist ein Flugplatz, kann das sein? Die den vollständigen Sieg erringen wird. Muchas gracias. So, ich fahr schon mal durch. Ich guck mir das jetzt mal eben an. Mann! Hey, sind drei Motorräder. Alles klar, Infos entdeckt. Ich hab was. Der hiesige Boss ist ein Typ, der sich Elway nennt. Er hat ein Haus in einem Ort namens Riverine. Sehen wir es uns an. Bowman. Oh, wir sind gar nicht mehr in Espirito Santo. Elway. Willst du mich verarschen? Ja, wir sind in Villa Verde, Mann. Villa Verde? Ach du Scheiße. Mein Fehler. Leutnant namens Bento hat in der Anlage einen Unfall verursacht, bei dem Elways Gesicht verbrannt ist. Dann ist er leicht zu erkennen. Als die Verbände runter waren, hat sich Bento über Elways Hackfresse lustig gemacht. Elway hat fast einen Krieg vom Zaun gebrochen. Suenio musste einschreiten. Hört sich nach einem guten Ansatz an. Schieben Sie Elway den Mord am Leutnant in die Schuhe und es gibt Krieg. Ich schicke Ihnen die Infos. Bowman Ende. Bowman hat uns gerade ein Video mit einem der hässlichsten Komiker von Bolivien geschickt. Wovor ist der Hilly? Stimmt. Jeder Flugzeug, nur ein Flugzeug. Ey. Hoffentlich so ein großes Ding. Warte mal. Ich mach das, ich fliege. Hab ich das Ding gerade gesehen, sag mal. War doch gerade noch hier. Bin ich denn hier schon? Kommst du? Na komm, ich fahr mit euch.
runter! Rute! Komm runter! Jetzt los, 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 los! Markierung steht. Das Video gucken wir uns an, wenn wir da sind. Einsatz in Esposito Santo oder? Ja, diese Kartell, Alter, da, diese Fanatiker, die machen wir jetzt erstmal. Sieht mir nach Uni dort aus. Ja. Ist doch etwas mehr fortgeschritten als den Rest, den wir hier gesehen haben, wa? Hey, waren wir da nicht gerade? Nein. Oh. Hat sich ausgeruht, Wort für dich. Drohne steigt auf. Hab noch einen entdeckt. Und da ist Ziel Nummer 3. Ich habe einen Tango ist tot. Er ist Nummer 5. Schuss gehört Temperature. Das gibt's doch nicht. Wie will er mich denn... Geht nicht. Kannst knicken. Genau, so eine scheiß Strebe stand im Weg. Auch noch der Alarm. Alarm deaktiviert. Gut, hier gehen wir direkt wieder raus. Das gibt's doch nicht. Hast du ein Dröhnchen für mich, Romano? Ich bin jetzt bei dir. Pass auf, neben mir ist einer. Neben mir, du Irren! Boah. Glück. Was war das denn? Danke. Wartet. Waffenkiste entdeckt. Gott, ich blute! Granate fliegt. Wir sehen uns in der Hölle. Acabamos de enviar tropas adicionales junto ahora. Ataque y destruyan al enemigo. Ich lege hier eine Mine. Granate, hola putas. Der Tango ist interessant. Das hier erwähnt die Hauptkapelle von La Santera in Espiritu Santo. Sehen wir uns das mal an. Hey, das hab ich selber noch gar nicht. Nice. Dann lass uns Gas geben, die kommen gleich hier hochgefahren, ne? Geil, das kann ich gebrauchen. So, Hände aus Mickey Mouse. Kommen denn die ganzen Gringos auf einmal her? Hab ich verstellt. Ja, das sieht man. So, ach du Scheiße. Wir wissen, wo La Santeras Hauptkapelle ist. Sie selbst ist vielleicht nicht da, aber El Sueños Bibel soll dort aufbewahrt werden. Falls wir La Santera nicht kriegen, nehmen wir uns eben, was geht. So, oh. Das sind zwei Sitzer, wa? Abschuss bestätigt. Was hast du wieder gefunden? Ich lege Minen mitten auf der Straße, weißt du? Und die Uni, das kommt hier hochgefahren und fährt. Zweites Ziel da drüben. Wow, wow, wow. Oh, Marvin, komm, hier gehen wir runter. Oh. Alter! Mach dir mal, ich komm gleich nach. Richtiger Buschpilot. Oh, wenn ich wüsste, woher die Straße ist, ne? Jetzt aber schleunigst weg hier.
La Verde. Hier waren wir doch gerade, oder? Das sieht alles gleich aus. Noch jetzt zur Kapelle von La Santerra, oder nicht? Bin ich falsch gefahren? Wollen die mich verarschen? Egal. Wenn das Navigationssystem sich mal irrt. Ah, Mami, du kriegst mit dem keine Kurve gezogen. Ist wahrscheinlich nur für Wüsten und so Dreckstrecken geeignet. Würde ich den dicken Buggy mal nehmen müssen. Wenn du hier aussteigst, hast du Steißband und Schulter hängen. Ja. Zwei Kilometer noch durch diesen dicken Dschungel, ey. Rettung kommt. Unidad-Heli. Du musst hier richtig gegenlenken, ne? Wenn ich irgendwo hochfahre. Also die Servolenkung müsste doch schon längst am Arsch sein, ey. Alles müsste doch schon längst im Arsch sein, Mann. So wie der Wagen qualmt, ist der auch im Arsch. Kinas! Kinas! Ich würde hier nicht landen, wenn ich du wäre, Romano. Ah, hier vorne, da leuchtet es rot. Stopp. Hier gibt's was blau. Warte, wenn wir... Ja gut, komm. Hier müssen wir durch. Müsst ihr nicht, wie gesagt. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da ist noch ein Tango. Und da ist ja, von der Zeit aus kommen wir da aber nicht hin. So, meine Freunde, leider endet das Spielzeug heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together Ghost Recon Wildlands. Es bleibt Spaß. Bis die Tage.